Laleh Osmani hat sich bewusst ganz in Schwarz gekleidet. Für die afghanische Frauenrechtlerin ist der Jahrestag der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban am 15. August ein Trauertag. Von ihrer Flüchtlingsunterkunft am Stadtrand von Berlin verfolgt sie mit großer Sorge die Lage in ihrer Heimat, wie die gewaltsame Auflösung einer Frauendemonstration in Kabul am Samstag. Die 31-Jährige hat für ihr Engagement zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Seit ihrer Ausreise nach Deutschland über den Iran vergangenes Jahr kann sie sich nur noch in sozialen Netzwerken für ihre Landsleute einsetzen. Ihr Frust ist umso größer. Nach 20 Jahren des Fallens und Aufstehens sind wir am Nullpunkt angelangt. Es war so ein Moment, an dem wir alle ein seltsames Gefühl der Hoffnungslosigkeit hatten. Wir dachten, dass wir die einsamsten, hoffnungslosesten und vielleicht die schwächsten Menschen auf der Erde sind. Solidaritätsdemos wie diese wenig besuchte Kundgebung am Samstag in Berlin bringen laut Osmani nur wenig. Afghanistan sei für den Westen keine Priorität mehr, bedauert sie. Es war sehr schwer für die Afghanen, dass der Krieg in der Ukraine die afghanischen Flüchtlinge zu Flüchtlingen zweiter Klasse gemacht hat, besonders unter solchen Bedingungen, wo sie weiter Hilfe in jeder Hinsicht brauchen. Afghanen wurden gebeten, ihre Unterkunft zu verlassen, damit Ukrainer dort einziehen können. Diese Diskriminierung hat uns viel Hoffnung genommen. Es ist seltsam, dass Flüchtlingsgruppen, die alle vor einem Krieg fliehen, unterschiedlich behandelt werden. Die Angst, ihre Familie in Gefahr zu bringen, ist groß. Ob sie verschleiert vor die Kamera tritt, wie sie sich über die Taliban äußert, das hat Konsequenzen bis nach Afghanistan. Die Hoffnung auf eine Rückkehr nach Hause gibt Osmani aber trotzdem nicht auf.